Larry Wells wurde am 22. September 1977 in Dunkirk geboren. Im Jahr 2000 schloss er sein Studium ab und nahm ohne Verzögerung sein Masterstudium auf. In seiner Schulzeit lernte er die Liebe seines Lebens, Jill, kennen. Die beiden trafen sich, als sie erst 15 Jahre alt waren, und begannen kurz darauf eine Beziehung. Auch während ihrer Studienzeit blieben sie zusammen. Larry war fest entschlossen, seinen Traum, Lehrer zu werden, zu verwirklichen. Er liebte es, mit Kindern zu arbeiten und wollte in deren Leben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nach seinem Masterabschluss begann er als Lehrer zu arbeiten, jedoch hatte er mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und konnte keine feste Anstellung finden. Das Paar hatte eine 4-jährige Tochter namens Maddie und erwartete sein zweites Kind, ein weiteres Mädchen. Um die finanzielle Lage zu verbessern, war Larry gezwungen, seine Leidenschaft für das Lehramt vorübergehend aufzugeben und nach einer stabileren Karriere zu suchen. Er wechselte in den Einzelhandel und machte dort schnell Karriere. Schließlich fand er eine Stelle bei Toys R Us, einem der größten Spielzeugläden der Welt. Dieser Job war für Larry wie ein Spielplatz, da er sein inneres Kind lebendig hielt. Am 29. Juni 2013 erlebte der Laden, in dem Larry arbeitete, einen der geschäftigsten Tage. Larry kam gegen 3 Uhr morgens zur Arbeit und nahm um 4.30 Uhr eine Lieferung entgegen. Der Fahrer entlud die Ware durch den Hintereingang und Larry kümmerte sich um das Verstauen. Kurz darauf kamen auch die anderen Mitarbeiter, Richard und Anthony, um ihre Schicht zu beginnen. Vor dem Laden lag ein Funkgerät, das normalerweise benutzt wurde, um die Verwaltung zu informieren, wenn die Mitarbeiter ankamen. Als sie jedoch versuchten, Larry zu erreichen, bekamen sie keine Antwort. Sie bemerkten auch, dass die Außentür offen stand, was ungewöhnlich war, da die Türen immer verschlossen blieben. Um Larry zu finden, betraten sie den Laden, wo zunächst alles in Ordnung schien. Sie gingen davon aus, dass Larry noch mit der Lieferung beschäftigt war. Doch nur wenige Minuten später ertönte der Alarm. Normalerweise deaktivierte Larry den Alarm zu Beginn seiner Schicht, doch an diesem Morgen war das nicht geschehen. Da sie ihn immer noch nicht erreichen konnten, machten sich die beiden auf den Weg ins Büro, um nach ihm zu sehen. Als Cindy das Büro erreichte, fand sie Larry zusammengesunken auf seinem Stuhl. Das Telefon lag daneben und man konnte Geräusche aus der Leitung hören. Doch das Schlimmste war der große Blutverlust aus Larrys Brust. Zunächst dachten sie, es handle sich um eine Schusswunde, doch es waren die Spuren von 3 Messerstichen. Larry kämpfte mit schwachem Puls ums Überleben. Cindy rief panisch den Notruf 911 und kurz darauf trafen die Polizeieinheiten ein. Sie waren auf der Hut, da sie von einem bewaffneten Angreifer ausgingen. Doch bei der Durchsuchung des Ladens fanden sie niemanden. Das Sondereinsatzkommando durchkämmte den gesamten Laden und stellte fest, dass der Täter bereits geflohen war. Der Vorfall löste großen Schock aus und die Vorstellung, dass Larry Ziel eines Angriffs geworden war, erschütterte alle. Die Frage war, ob Larry versehentlich die Tür offen gelassen hatte oder ob ihm jemand Schaden zugefügt hatte. Larry hatte keine bekannten Feinde, da er von allen gemocht wurde, doch die Ermittlungen begannen. Im Laden wurden keine verdächtigen Spuren gefunden, nichts im Büro war aus dem Platz gerückt oder durchwühlt worden. Doch an Larrys Schreibtisch fiel ein wichtiges Detail auf. Das Hauptkabel der Überwachungskameras war herausgezogen. Außerdem wurde auf dem Boden eine Mütze der University of Florida gefunden, die eine große Menge DNA aufwies. Im Rahmen der Mordermittlungen wurden die 4 Mitarbeiter, die zum Tatzeitpunkt im Laden gewesen waren, Isaac, Richard, Cindy und Anthony, verhört. Isaac wirkte nervös, während Richard an jenem Tag zu spät zur Arbeit gekommen war, ohne plausible Erklärung. Cindy war diejenige, die Larrys leblosen Körper gefunden hatte, und Anthony zeigte sich bei den Fragen sehr verschlossen. Die Polizei nahm DNA-Proben aller Mitarbeiter und verglich sie mit der DNA auf der Mütze, doch die DNA passte zu keinem der Mitarbeiter.
Bei der Überprüfung der Sicherheitskameras entdeckten sie, dass gegen 4.20 Uhr eine verdächtige Gestalt vor der Eingangstür stand und ins Gebäude eintrat. Diese Person trug dunkle Kleidung und hatte ihr Gesicht verdeckt, was die Identifizierung erschwerte. Die minderwertige Qualität der Aufnahmen machte es schwierig, eine eindeutige Identifizierung vorzunehmen. Es war jedoch zu erkennen, dass die Person sich vorsichtig bewegte und zielstrebig auf das Büro zusteuerte. Um 4.32 Uhr war klar zu sehen, dass der Verdächtige ein großes Messer in der rechten Hand hielt. 7 Minuten später wurden die Kameras plötzlich abgeschaltet. Diese Unterbrechung bestätigte, dass das CCTV-Kabel herausgezogen worden war. Doch was genau geschah, blieb unklar. Die Polizei vermutete, dass Larry zu dieser Zeit in sein Büro ging und dort auf seinen Mörder traf. Mehr als ein Monat war seit Larrys Ermordung vergangen, doch die Ermittler hatten noch immer keine entscheidende Spur. Larrys Familie und Freunde warteten verzweifelt auf die Festnahme des Täters. Es wurden Belohnungen ausgesetzt und in den Medien regelmäßig Aufrufe gestartet. Dennoch blieb die Verdächtigenliste leer und die Ermittlungen drohten fast zum Stillstand zu kommen. In dieser schwierigen Phase wandten sich Larrys Angehörige, insbesondere seine Tochter Maddie, verzweifelt an die Öffentlichkeit. Larry liebte es, an Halloween mit seiner Tochter Kostüme zu tragen, und auch Thanksgiving und Weihnachten waren für ihn wichtige Familienfeste. Nach den tragischen Ereignissen stand seine Frau Jill jedoch vor der Herausforderung, ihr zweites Kind ohne die Unterstützung ihres Mannes zur Welt zu bringen und den Stress des alleinerziehenden Daseins allein zu bewältigen. Um die Familie zu unterstützen, wurde eine Wohltätigkeitsveranstaltung organisiert, bei der über 400 Tickets verkauft wurden. Der Erlös kam Jill, Maddie und dem ungeborenen Kind zugute. Inzwischen werteten die Ermittler alle Beweise aus, um den Mordfall zu lösen. Einer der wichtigsten Hinweise war eine Baseballkappe der Florida Gators, die am Tatort gefunden wurde. Nach monatelangen Nachforschungen stellte sich heraus, dass zwar von allen Mitarbeitern DNA-Proben genommen worden waren, aber eine Person, die sich regelmäßig im Laden aufhielt, fehlte. Der 38-jährige Bezirksleiter Bernhard Grutzer. Bernhard hatte von Anfang an den Anschein erweckt, mit der Polizei kooperieren zu wollen, hatte jedoch mehrfach die Abgabe einer DNA-Probe hinausgezögert. Dass er tatsächlich in den Fall verwickelt war, schien unwahrscheinlich, doch um ihn von der Liste der Verdächtigen zu streichen, war eine DNA-Analyse notwendig. Zunächst gab Bernhard an, bereit zu sein, eine Probe abzugeben, erklärte jedoch, er sei zu der Zeit auf einer Konferenz gewesen. Die Polizei rief daraufhin in der Zentrale an, um den Termin der Konferenz zu erfragen, doch die Antwort war schockierend. Es hatte nie eine solche Konferenz gegeben. Es war offensichtlich, dass Bernhard gelogen hatte. Einige Tage später wurde er im Haus seines Vaters gefunden. Ohne Anzeichen von Nervosität empfing er die Polizisten und zeigte sich kooperationsbereit. Nachdem eine DNA-Probe entnommen worden war, enthüllten die Testergebnisse Monate später die Wahrheit. Die auf der Baseballkappe und dem CCTV-Kabel gefundene DNA stimmte exakt mit Bernhards DNA überein. In seiner Verteidigung behauptete Bernhard, er habe als Teil des Wartungsteams der Kameras gearbeitet, weshalb seine DNA an den Kabeln zu finden sei. Die Baseballkappe erkenne er nicht und er habe sie noch nie zuvor im Büro gesehen. Doch die Polizei war überzeugt, den Täter gefunden zu haben. Sie bohrten weiter nach und forderten Bernhard auf, den Tathergang zu schildern. Bernhard hielt jedoch weiterhin an seiner Unschuld fest. Im Laufe des Verhörs geriet Bernhard jedoch zunehmend in Panik und gab schließlich zu, dass er die genaue Platzierung der Kameras und alle Sicherheitsvorkehrungen des Ladens kannte. Dennoch bestritt er weiterhin seine Beteiligung an dem Mord und verlangte einen Anwalt, woraufhin das Verhör beendet wurde. Als die Polizei Bernhard genauer unter die Lupe nahm, kamen weitere brisante Details ans Licht. Nach außen hin schien Bernhard ein perfektes Leben zu führen, ein schönes Haus, teure Autos und eine erfolgreiche Karriere. Doch hinter den Kulissen türmten sich Schulden in Höhe von über 1 Million Dollar auf.
Zudem gab es massive Eheprobleme mit seiner Frau Heather. Sie hatte eine einstweilige Verfügung gegen Bernard erwirkt, doch er hatte sie weiterhin bedroht, woraufhin Heather gezwungen war, das gemeinsame Haus zu verlassen. In dieser Zeit hatte Bernard mit seiner neuen Freundin ein weiteres Haus gemietet und dort gestohlene Spielwaren sowie teure Elektronikartikel gelagert gehabt. Diese Waren stammten aus verschiedenen Toys R Us-Filialen und wurden über eBay verkauft. Mit dieser Methode hatte Bernard über $200.000 verdient. Als Bezirksleiter hatte er jederzeit Zugang zu den Filialen und konnte unauffällig agieren. Laut Polizei war Bernard am Morgen der Tat in den Laden gekommen, hatte sich frei bewegt und seinen Plan umgesetzt, was seine Selbstsicherheit unterstrich. Während der Ermittlungen entdeckten die Beamten eine Speicherkarte, auf der Bernard heimlich die Überwachungskameras mehrerer Toys R Us-Filialen gefilmt hatte. Die Polizei durchsuchte Bernards zwei Wohnsitze und sammelte belastende Beweise, die den Ermittlungen eine entscheidende Wendung gaben. Warum Bernard Larry ermordete, konnte letztlich nicht eindeutig geklärt werden, doch seine finanziellen Probleme und der persönliche Zerfall schienen die tragischen Motive hinter dieser Tat zu sein. Die an beiden Adressen gefundenen Beweise brachten den Wells-Angehörigen schließlich die erhoffte Erleichterung. Dieser schwierige Prozess hatte mehr als 4 Monate gedauert. Unerwartet gestand Bernard Grutzer im Juli den Mord. Als man ihn fragte, warum er die Tat nicht früher gestanden habe, erklärte sein Anwalt Frank, dass Bernards Frau zu dieser Zeit gegen den Krebs kämpfte und die Familie eine schwere Phase durchmachte. Frank erläuterte weiter, dass sein Mandant die Anklage wegen Totschlags akzeptiert habe, da dies eine mildere Verteidigung im Vergleich zur Mordanklage sei. Bernard hatte an jenem Morgen den Laden erreicht, aber seine Schlüssel nicht dabei. Er wartete vor dem Laden, bis Larry ankam. Nach einigen Minuten tat er so, als ob er die Tür aufbrechen würde. Als Larry das Büro betrat, versteckte sich Bernard hinter der Tür. Kaum hatte Larry das Büro betreten, stürzte sich Bernard mit dem Messer auf ihn und forderte ihn auf, den Tresor zu öffnen. Doch Larry widersetzte sich und es kam zu einem Gerangel. Dabei fiel die Baseballkappe, die später am Tatort gefunden wurde, zu Boden. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach Bernard 3-mal auf Larry ein und floh. Larry, schwer verletzt, sackte in seinen Stuhl und versuchte noch den Hörer zu greifen, um Hilfe zu rufen, doch es war zu spät. Bernards Anwalt verteidigte seinen Mandanten mit der Aussage, dass Bernard nur versucht habe, seine Familie zu versorgen. Er habe Larry nicht erwartet und die Ereignisse seien eine Verkettung unglücklicher Zufälle gewesen. Die Ermittler waren jedoch überzeugt, dass Bernard das Messer mitgebracht hatte, da er bereit war, es einzusetzen. Seine Absicht war klar erkennbar. Bernard Grutzer wurde wegen Totschlags zu einer Höchststrafe von 25 Jahren Gefängnis verurteilt, gefolgt von 5 Jahren Bewährung. Bevor wir zum zweiten Spannungsteil des Videos übergehen, bitte ich euch, dieses Video zu liken und eure Gedanken darüber in den Kommentaren zu teilen. Ein einfacher Klick auf Gefällt mir ist für uns von entscheidender Bedeutung. Danke. Für unseren zweiten Fall des heutigen Tages begeben wir uns in die Hauptstadt Indiens, nach Delhi. Laina Sharma wurde 1977 in Delhi geboren. Sie arbeitete viele Jahre als stellvertretende Direktorin in der US-Botschaft, bevor sie ihre Anstellung dort aufgab. Doch dies sollte nicht das Ende ihrer beruflichen Laufbahn sein. Schon bald nahm sie eine gut bezahlte Position in einem privaten Unternehmen an. Während Laina stetig die Karriereleiter erklomm, erwarb sie zudem ein Diplom im Außenhandel und vertiefte ihr Wissen in diesem Bereich. Ursprünglich aus Madhya Pradesh stammend, besaß ihre Familie ein etwa 70 Hektar großes Land in einem Dorf. Doch ihre Eltern waren schon vor Jahren verstorben. Einer ihrer Onkel, Pradeep Sharma, kümmerte sich liebevoll um Laina. Er war ein einflussreicher Führer des örtlichen Kongresses und hatte auch die Verwaltung des Familienlands übernommen. Pradeep baute dort Gemüse an und kümmerte sich um die landwirtschaftlichen Belange, schickte Laina sogar regelmäßig Geld aus den Einnahmen. Alles schien in bester Ordnung zu sein.
Von ihrer Familie war nur noch ihre Schwester übrig und Lina versuchte, alleine auf eigenen Beinen zu stehen. In dieser Phase kam ihr der Gedanke, zu ihrer Schwester ins Dorf zu ziehen. Sie sprach mit ihren Freunden darüber und bat sie um Rat bezüglich einer möglichen Aufteilung des Landes. Doch diese Diskussionen sollten einige Unruhe auslösen. Onkel Pradeep betrachtete das Land inzwischen als sein eigenes und führte es wie seinen persönlichen Besitz. Lina war besorgt darüber und beschloss, eines Tages mit ihm darüber zu sprechen. Pradeep jedoch versicherte ihr liebevoll, dass sie ins Dorf kommen und sich um ihr Land kümmern könne. Beruhigt von seinen Worten, machte sich Lina am 18. April 2016 von Delhi auf den Weg nach Bhopal, wo sie bei einer Freundin unterkam. Am 23. April wurden die Grenzen des Grundstücks abgesteckt und die Arbeiten an den Zäunen für das 29 Hektar große Land begannen. Doch Lina war seit Jahren nicht mehr im Dorf gewesen und kannte niemanden dort mehr. Sie konnte sich nicht einmal auf ihre alten Freunde verlassen. Sie hielt ihre Freunde regelmäßig über die Fortschritte im Dorf auf dem Laufenden, tauschte Nachrichten aus und telefonierte oft mit ihnen. Doch kurz bevor die Zäune fertiggestellt werden sollten, brach der Kontakt zu Lina abrupt ab. Die Dorfbewohner, einschließlich ihres Onkels, dachten, sie sei einfach weggefahren und würde bald zurückkehren. Doch von Lina fehlte weiterhin jede Spur. Ihre Telefone blieben unerreichbar und auf Nachrichten und Anrufe reagierte sie nicht. Auch ihre Schwester und Freunde hatten keinen Kontakt zu Lina. Ihre Schwester dachte, Lina sei nach Delhi zurückgekehrt, doch auch sie konnte sie nicht erreichen. Daraufhin meldeten einige Freunde, die bei der Polizei in Vasan Kunj arbeiteten, Lainas Verschwinden. Doch da der Fall in einer anderen Region lag, nahm die Polizei die Anzeige nicht entgegen. Tage vergingen, in denen die Freunde bei der Polizei ausharrten, doch aufgrund der Gleichgültigkeit der Beamten wurde nichts unternommen. Erst 7 Tage nach Lainas Verschwinden ergriff schließlich ihr Onkel Pradeep Sharma die Initiative. Er ging zur Polizeistation in Suhagpur und meldete das Verschwinden seiner Nichte Lina. Laut seiner Aussage war Lina seit dem Morgen des 28. April verschwunden und trotz umfangreicher Suchaktionen im Dorf gab es keine Spur von ihr. Die Polizei nahm die Anzeige auf, schien jedoch nicht allzu besorgt und vermutete, dass Lina nur kurz weggegangen war und bald zurückkehren würde. Lainas Freunde erstellten unterdessen eine Facebook-Seite, um Hinweise zu sammeln und Lainas Verschwinden aufzuklären. Die Nutzer begannen, die Polizei von Madhya Pradesh in ihren Beiträgen zu markieren und nach einigen Tagen erregte dies die Aufmerksamkeit eines hochrangigen Beamten. Ab diesem Punkt wuchs der Druck auf die Polizei in Suhagpur und sie fühlten sich gezwungen, aktiv zu werden, um größere Probleme zu vermeiden. Die Ermittler begannen damit, Lainas Onkel Pradeep Sharma zu befragen. Er bestätigte, dass Lina seit dem 28. April vermisst wurde und seit 15 Tagen kein Kontakt zu ihr bestand. Die Polizei beschaffte sich Lainas Telefonnummern und überprüfte die Verbindungsdaten beider Leitungen. Es stellte sich heraus, dass beide Handys ausgeschaltet waren. Doch kurze Zeit später tauchte plötzlich ein Signal von Lainas Handy aus der Region Piparia auf. Sofort entsandte die Polizei eine Einheit in diese Gegend. Die Beamten verfolgten das Signal bis zu einem Zug, in dem sie auf einen Jungen stießen, der das Handy bei sich trug. Der Junge erklärte, dass er das Handy im Zug gefunden und mitgenommen habe, nachdem es niemand abgeholt hatte. Seine Vergangenheit wurde ebenfalls überprüft und es stellte sich heraus, dass er nicht in kriminelle Machenschaften verwickelt war. Das Handy wurde beschlagnahmt und der Junge freigelassen. Durch die Auswertung der Anruflisten fand die Polizei heraus, mit wem Lina zuletzt Kontakt hatte. Besonders auffällig war ein Anruf von einer unbekannten Nummer. Die Ermittler verfolgten diese Spur und stellten fest, dass die Nummer einem Automechaniker gehörte. Der Mann wurde verhört und gab an, Lina am 29. April gefahren zu haben und sie an einem angegebenen Ort abgesetzt zu haben. Das von ihm genannte Datum stimmte mit dem Tag von Lainas Verschwinden überein, doch widersprach den Angaben ihres Onkels.
Diese Unstimmigkeit weckte das Misstrauen der Ermittler. Diese Unklarheiten verstärkten den Verdacht gegen Pradeep und der Verdacht eines Erbschaftsstreits kam auf. Lena und ihr Onkel Pradeep stritten häufig wegen der Eigentumsfragen im Dorf. Während Lena abwesend war, hatte Pradeep begonnen, ohne Erlaubnis auf einem 11 Hektar großen Teil des Landes Landwirtschaft zu betreiben. Lena protestierte dagegen und reichte eine Klage ein, um ihre Rechte zu verteidigen. Am 18. April kam Lena von Delhi nach Bhopal und erreichte Suhagpur am 23. April. Der 29. April war für den Beginn der Einzäunung des Grundstücks vorgesehen, doch an diesem Morgen verschwand Lena spurlos. An jenem Morgen hatte ihr Onkel zu ihr gesagt: "Komm her, lass uns reden." Doch die Dinge waren nicht so harmlos, wie sie schienen. Pradeep, der bereits einen Plan mit seinen zwei Dienern geschmiedet hatte, zog Lena hinter die Hütte und verlangte, dass sie ihm das Land überlässt. Lena wehrte sich gegen den Druck und lehnte das Angebot entschlossen ab. Als sie sich zurückziehen wollte, schlug einer der Diener ihr mit einem Stein auf den Kopf. Durch den Schlag brach Lena zusammen. Daraufhin griffen Pradeep und der zweite Diener ein und schlugen mit Stöcken auf Lena ein, bis sie reglos am Boden lag. Schließlich erdrosselte Pradeep sie und tötete sie auf diese Weise. Lenas leblosen Körper luden sie auf einen Traktor und machten sich daran, ihren Plan zur Beseitigung der Leiche umzusetzen. Sie fuhren 4 Kilometer weit in einen Wald, wo der Entwässerungsgraben aufgrund der Sommerhitze ausgetrocknet war. Dort gruben sie zu dritt ein Loch im Graben. Um eine Identifizierung zu erschweren, zogen sie Lena die Kleidung aus und warfen ihren Körper in die Grube. Danach ließen Pradeep und seine Diener beide Handys von Lena in einem Zug zurück, um die Spuren zu verwischen, und zogen sich für einige Zeit in ihre Häuser zurück. Sie waren sicher, dass die Leiche nie gefunden würde und sie damit durchkommen würden. Doch die Polizei folgte der Spur, auch wenn es einige Tage dauerte. Am 5. Mai begaben sich die Polizisten zusammen mit Pradeep und Lenas Schwester zum Tatort, wo sie tragischerweise Lenas Leiche fanden. Der Körper wurde zur Analyse ins Krankenhaus gebracht und eine DNA-Probe von Lenas Schwester bestätigte ihre Identität. Die DNA stimmte perfekt überein. Einige von Lenas Freunden vermuteten, dass auch ihre Schwester in das Verbrechen verwickelt sein könnte. Sie hatte keine Anzeige erstattet und wirkte ungewöhnlich gelassen, als ob sie bereits von allem gewusst hätte. Zudem besaß Lena mehr Land als ihre Schwester und war als letzte Erbin der Familie für den Großteil des Vermögens verantwortlich. Als Lenas Leiche ins Leichenschauhaus gebracht wurde, machte sich ihre Schwester nicht einmal die Mühe, sie zu sehen, und nahm auch nicht an der Beerdigung teil. Die Polizei nahm alle Verdächtigen in Gewahrsam und der Gerichtsprozess begann. Alle Beweise wiesen auf die Schuld von Pradeep und seinen Dienern hin. Pradeep gestand die Tat während des 9-monatigen Verfahrens, wurde jedoch gegen Kaution freigelassen. Auch die beiden Diener wurden nach 11 Monaten auf Kaution entlassen, der Prozess zog sich jedoch bis 2023 hin. Am Ende des Gerichtsverfahrens wurden Pradeep und seine Helfer zu lebenslanger Haft verurteilt. Tragischerweise nutzte die Familie von Pradeep während dieser gesamten Zeit weiterhin Lenas Land. Der Anwalt brachte dies vor Gericht zur Sprache und argumentierte, dass das Land rechtmäßig an die nächste Angehörige, nämlich Lenas Schwester, übertragen werden müsse. Doch das Gericht entschied, dass das Eigentum an Lenas Erben übergehen sollte. Bevor Sie das Video verlassen, das Video auf der linken Seite kann sensible Inhalte enthalten und wird daher nur für erwachsene Zuschauer empfohlen. Die Playlist auf der rechten Seite zeigt eine Auswahl Ihrer Lieblingsvideos.